Willkommen zurück bei Satisfactory und unserem Versuch, die Fabrik umzubauen. Also was heißt Versuch? Wir sind dabei, ne? Also, ja, müssen wir hier. Kohle werden wir dann auch weniger brauchen. Aber das ist schon ein Klotz, der Fabrikator. Das ist schon ein richtiger Klotz. Wir müssen uns jetzt aber erstmal um die Stromversorgung kümmern. Sonst hat das alles erstmal keinen Sinn. Ölraffinerie, jawohl. Brauchen wir mal. Kommst mal hier rein. Zack. Ich glaube das. Alter, das ist ein Klotz. Ich glaube, das wird nicht gehen. Mal, ich glaube, dass ich Idiotze schon wieder falsch rumgesetzt habe. So. Jawollo, können wir da jetzt noch eine Wand hinstellen oder geht es jetzt gar nicht mehr? Nicht genügend Freiraum. La 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 la. War mir klar. Also auf ein neues. Und wieder setzt er das Ding falsch rum. Was das Ding für Zirkus macht, ist krass. So. Hier kommt Schipperit rein. Mit dem Schipperit macht er Brennstoff. Der macht Brennstoff. Und hier stellen wir eine hin, die Kunststoff macht. Können wir noch eine machen? Können wir noch eine machen? Wir können noch eine machen. Ja, wenn das so ist, Leute, dann. Warum ist hier nicht genügend Freiraum? Kapier ich nicht so ganz. Stört die andere da? Wir können die auch so nebeneinander setzen, ein bisschen versetzt, oder? Ach so, ja, das könnte natürlich sein, dass sie dann nicht genügend Freiraum hat. Jetzt wurscht es das. Alter, er macht hier ein Krache. Weiter, dann stellen wir hier hinten das Kraftwerk hin, wenn wir das jetzt noch können. Achso, nein, die 5 Computer fehlen. Okay, das ist aber nicht so das Problem. Also, wenn er hier macht Kunststoff. Ich hätte da ja noch ein Band frei, ne? Könnten wir. Noch eine daneben setzen und lassen Gummi produzieren. Beziehungsweise Band frei. Hallo? Warte, warte. Wartet, wartet. Leute, kriegen wir, kriegen wir. Logistik, noch eine Splitter. Nein, du kommst von da. Computer und schwere Rahmen müssen wir machen. Wie laufe ich denn hier um? Ich muss doch mal was.
brauche ich. Kunststoff habe ich ein bisschen was einstecken. Ja, mal gucken. Gucken, was wir brauchen. Habe ich nur einen. Warum? Weil mir die Rohre fehlen. Die Rohre fehlen mir. Rahmen hätte ich genügend. Ja. Rohre. Habe ich hier noch Rohre? Ach, ich habe hier noch Computer. Ich habe hier noch 7 Computer. Ja, nice. Aber wir waren bei den Rahmen und da fehlen mir doch trotzdem noch. Da sind Motoren nochmal drin, müssen wir dann auch mal umsortieren. Okay, nein. Rohre. So, und wenn wir Kraftwerk haben und Gedingsi-Dönsi, da das alles ein bisschen läuft, schauen wir, dass wir alles abreißen, was wir da nicht brauchen. Ist der hier voll? Der ist voll, aber der leert sich, weil wir noch Schrauben produzieren. Das ist schön. Ja, ich glaube, das andere sollte reichen. So, wie viele Rahmen können wir jetzt machen? 10. Wie viel brauchte ich? Ich hab's ganz vergessen. Fünfzehn, glaube ich, oder? Was brauche ich für die Energie? Jetzt haben wir alles. Okay. Na, heiß. Halt, da hinten geht's nicht mehr hoch. Ja, also dann gucken wir, dass wir auch mal alles, was wir jetzt produzieren, da in dieser Linie dann, dass wir das runter schaffen ins Lager. Wenn wir das haben, schauen wir mal, was wir alles abreißen können. So, Energie, Brennstoff. Ja, ich muss es so machen, damit, wenn es überhaupt funktioniert. Ah, okay, das funktioniert. Jetzt hätte ich aber mal eine Frage. Das ist doch ein Brennstoff. Ein Brennstoffgenerator. Oder? Und ich muss jetzt ihm erst sagen, er muss das Öl umwandeln in Brennstoff, damit das läuft. Dann brauche ich mal ein Stromkabel. No power. Verstehe ich nicht. Was hast du denn? Ach, der Draht ist zu lang. Ach so, sag mir das einer. Ja, das können wir ja ändern.
No power. Was? Okay, ich glaube, wir müssen doch erstmal das abreißen, was... Ah, hier ist alles rot. Ist alles rot. Ist alles rot. Aber hier ist alles grün. Hä? No power. Mhm. Okay, bye. Machen wir... Ja, okay, gut, guck, was da alles dran hängt. Das mal weg. Zack. Ja. Dann machen wir das hier mal weg. Das da weg. Zack. Das da weg. Ja, weil die braucht 45, dass es schon läuft. Das ist, ne? Obwohl, das war jetzt blöd. Wartet. Aber nimmt der auch mein Bio-Sprit? Nee, gell? Ich könnte ja ein bisschen Öl nehmen, Brennstoff herstellen. Den hier reinschmeißen, dann würde sie schon mal laufen und dann könnte ich... Doch, das machen wir auch. Ich glaube, das ist das Rätsels Lösung. Müssen das erstmal wegmachen jetzt hier. Zack. So. Des Weiteren stellen wir aber hier mal einen hin. Da, ein Strommast. Weiter weg. Einen Strommast dahin. Verbinden den. Ja. Den kommen wir auch. Er braucht ja auch Strom. Aber wir können halt erstmal ausschalten. Bis ich weiß. So. Jetzt holen wir uns Öl, stellen Brennstoff selbst her. Unten mal an der Werkbank. Ah nein, ich wollte doch Öl holen. Oder darf ich noch einstecken? Nein. Ja, ist mir jetzt egal. So, Brennstoff. Hier unten 60. Hm. Ich hoffe, das funktioniert, Leute. So wie wir das vorhaben. Ich hoffe echt, das funktioniert. Das wäre dann quasi so das erste Mal ankurbeln, damit es überhaupt läuft, ne? Quasi. Ich hoffe, dass der genügend produziert, weil ansonsten muss ich mir mal die Elektroschnecken rausholen. Insert Fuel. Hier ist es Fuel. Basinga, okay, er fängt an zu produzieren. Läuft. Das heißt, hier kommt jetzt Sprit automatisch rein.
Ja.50 wird schon verbraucht durch die Dings. Okay, eine Schnecke. Attacke. Noch eine Schnecke. Attacke. 256 Megawatt. Und 50 wird allein schon nur durch die Ölraffinerie verbraucht. Wow, das ist echt krass. Das ist der Hammer. Aber 81, es füllt sich. 86, es füllt sich, glaube ich, schneller, als ich es verbrauche. Ja. Sauber. Das heißt, wir könnten hier eigentlich noch eine Schnecke reindonnern. Und dann hätten wir erstmal genügend Strom. Erstmal ist gut. Hahaha. So, die hier weg, Stromleitung weg, Stromleitung weg. Müssen wir mal. Das muss hier alles weg. Zack. So, ich wünschte, wir hätten Licht. Ich wünschte echt, wir hätten Licht oder sowas. Jetzt holen wir uns mal den Strom hier rein. Nehmen wir hier mal einen hingestellt. Zack. Müssen. Hier mal einen hinstellen. Und dann muss ich mal auf irgendeine Maschine drauf. Hütz! Lass mich hier auch. Wie viele Maschinen haben wir hier? 1, 2, 3. Wir haben hier schon 6 Maschinen an dem einen Strom, dann ist das Ding schon voll. Wow. Dann setzen wir doch hier unten auch nochmal eins hin. Hier. Da. Weil dann kann ich sagen: Strom. Eins. Zwei. Drei. So. Jetzt haben die Schmelzöfen Strom. Also zumindest das Kabel. Eins, zwei, drei. Hätten auch Strom. Vier. Hoppla. Jetzt muss man das zu teuer Eisenstange. Nein, das ist mit Stromkabel geben. So, Strom hätten sie fast alle. Zack.
Was sagt er jetzt, wie viel er verbraucht? 13 Megawatt. Was? Ich habe da eine Verbindung vergessen. Ich denke, hä? Jetzt aber. Jawoll. Jetzt läuft die Produktion. Nice. Weg damit. Ja, läuft. Den da drüben können wir auch wieder anmachen. Dass der uns die Sachen produziert. Den dahin, den dahin. Genau, so. Und jetzt reißen wir dann erstmal weg, was wir nicht mehr brauchen. Und schauen, dass wir die fertigen Produkte ins Lager bekommen. Ja, aber das Abreißen muss leider warten bis zur nächsten Folge. Es ist schon wieder soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns hoffentlich nächste Folge. Bis dann. Tschüss.